Sieht wie eine Stadt aus. Vielleicht sind wir endlich mal in einer Welt mit einer Steakhouse-Kette gelandet. Wir kennen deine Ansichten von Zivilisation, Harrison. Ja. Was anderes kannst du nicht erwarten. Sehen wir es uns an. Aber Vorsicht! Das ist keine Stadt, sondern eher eine Art Raffinerie. Und aussehen tut's wie ein Schlachtfeld. Das habe ich schon mal gesehen. Du warst schon mal auf dem Planeten? Nein, aber neben unseren Stadtautobahnen sieht's genauso aus. Ätzend. Gus hat's oft mit faulen Witzen. Was meinst du mit faulen Witzen? Ich meine, dass er Geschichten erzählt, die nicht stimmen. Ich erklär's dir später. Was ist denn das? Findet raus, wer uns angegriffen hat und warum. Geht klar, Major. Entweder will sich die eklige Dreckschleuder mit einem Rauchschleier tarnen oder der müsste mal den Motor überholen lassen. Hey! Hey! Halt sofort an! Du bist ja wunderschön. Keine Angst, wir sind Freunde. Alles okay, Major. Sie ist nicht gefährlich. Das wird sich noch rausstellen. Hast du gesehen, wie sie gefahren ist? Warum habt ihr uns angegriffen? Ich habe meinen Arbeitern befohlen, das Kraftwerk zu verteidigen. Sie haben nur ihre Aufgabe erfüllt. Wenn das deine Arbeiter waren, wer bist du dann? Die Erfinderin. Ich werde Kreda genannt. Gegen wen sollen sie das Kraftwerk denn verteidigen? Verteidigen? Ach so, ja, gegen Aliens. Gegen die Tlakan? Tlak... Haben die Tlakan eure Anlage so verwüstet? Ja, Tlakan, die waren es. Tlakan, es ist schon viele Jahre her. Wir, haben sehr tapfer gekämpft, aber wir hatten keine Chance. Die Überlebenden haben sich versteckt und ich wollte unsere Technologie und unsere Welt wieder aufbauen, bevor sie uns nochmal heimsuchen. Du bist sehr tapfer, Kreda. Aber von jetzt an brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Wir können euch vor den Tlakan beschützen. Eins nach dem anderen. Zuerst das Basiscamp. Und als nächstes müssen wir den Morph reparieren. Ich werde noch heute Abend damit anfangen. Ich brauche nicht so viel Schlaf wie ihr anderen. Kann ich dir helfen? Ich bin eine gute Technikerin. Das ist sehr nett von dir. Danke. Du bist ein guter Techniker, aber du bist anders als die anderen. Mein Vater stammt von der Erde, aber meine Mutter aus einer anderen Welt. Genau wie du. Ja, ich bin auch anders. Ähnlich wie du. Darum haben mich die Arbeiter hier zur Erfinderin gemacht, wie schon vor mir meine Eltern. Aber es ist gar nicht so einfach, anders zu sein. Ich kenne das. Die Leute können grausam sein, wenn jemand anders ist.
Aus diesem Grund bin ich auch als Kind lieber für mich allein gewesen. Niemand ist gern für sich allein. Aber vielleicht können wir beide jetzt zusammen anders sein. Oh ja, sogar sehr gern. Ach, Gesülze. Wie werden eure Fahrzeuge angetrieben? Mit Wasser. Lügner! Wasser ist doch nicht brennbar. Doch, es funktioniert. Wasser setzt sich aus Sauerstoff und Wasserstoff zusammen. Beide Elemente sind brennbar. Unsere Wasserstoffkatalysatoren entziehen dem Wasser Wasserstoff, sodass wir es für die Motoren als Brennstoff verwenden können. Du bist bestimmt ein ausgezeichneter Wissenschaftler. Ich hoffe, dass ich eines Tages ein guter Wissenschaftler werde. Aber vorher muss ich noch eine ganze Menge lernen. Du bist viel zu bescheiden. Deine Freunde können wirklich froh sein, dass sie jemanden wie dich bei sich haben. Irgendetwas ist sehr seltsam, wenn Kreda spricht. Ich glaube, Kreda und Echo haben viel gemeinsam. Vielleicht hast du das gespürt. Nein, ich denke an etwas anderes. Ich denke, dass Kreda faule Witze mit uns macht. Du meinst, dass sie lügt? Wieder so ein hässlicher Planet, den wir im Auftrag unseres großen Anführers Dakil erforschen müssen. Sucht alles ab wie üblich. Es könnte ja gut sein, dass wir mal Glück haben. Ich habe noch zu arbeiten. Geht jetzt und kommt erst wieder, wenn ich euch holen lasse. Okay, alle zusammen, aufstehen. Na los, Beeilung. Guten Morgen, Echo. Ist der Morph fertig? Was? Ja. Ich muss bloß noch ein paar Abdeckungen anschrauben. Gute Arbeit. Nanu? Irgendwas nicht in Ordnung? Nein. Warum? Nur so. Du hast gerade so ausgesehen, als wäre irgendwas. Die Nacht ist zu Ende, Harrison. Ich würde vorschlagen, dass du langsam mal in die Gänge kommst und die Gegend erkundest. Oh ja, natürlich. Ich krall mir sofort meinen Jetpack. Oh, gar nicht gut. Mir ist das Wasser ausgegangen. Kein Problem, ich brauche bloß umzuschalten, um Wasserstoff aus der Luft zu katalysieren. Und dann sieht's auch nicht mehr gut aus. Harrison? Harrison, was ist passiert? Harrison! Hilfe! Ja, Hilfe! Das ist nicht meine Schuld, das Katalysatorsystem fehlt. Check die anderen Aggregate. Das hier ist auch weg. Und hier fehlt es auch. Meins ist auch nicht da. Pack das Jetpack in den Morph und dann fahren wir zurück zur Raffinerie. Hey, wo ist Echo? Gute Frage. Seid vorsichtig. Fahren wir. Das war's. Kein Wasserstoff mehr. Bei mir dasselbe. Er hat sich gerade verabschiedet. Wir werden wohl laufen müssen. Echt cool. Ich stehe drauf, in nassen Schuhen spazieren zu gehen. Das warst du. Du hast das gemacht, nicht wahr? Was gemacht? Was redest du denn da? Du hast das Katalysatorsystem mitgehen lassen. Ich hab davon keine Ahnung. Vielleicht waren es meine Arbeiter. Ich such sie schon den ganzen Morgen. Ich hab ihnen von den Systemen erzählt und wie nützlich sie sind. Da sind sie ja. Also dann.
Rachon, wo sind die Katalysatoren? Sie glaubt, dass ihre Arbeiter sie mitgenommen haben. Aber wieso Katalysatoren? Ich habe nicht mit dir geredet, aber das tue ich jetzt. Wusstest du, dass die Katalysatoren fehlen, als du vorhin weggegangen bist? Ich gebe zu, dass ich gewusst habe, dass das Morph-Aggregat fehlt, aber dann hast du mich angelogen, als du gesagt hast, es wäre alles in Ordnung. Vielleicht interessiert es dich, Echo, dass alle Katalysatoren fehlen. Und weil du so getan hast, als wäre alles in Ordnung, ist Harrison mit dem Jetpack gestartet und ohne Treibstoff abgestürzt. Und er hat Glück gehabt, dass er in einen von diesen Baggerseen gefallen ist. Ich weiß, dass es falsch war, euch nichts zu sagen. Aber ich wollte erst mit Kreda reden. Es tut mir sehr leid, Harrison. Schon gut, vergiss es, Echo. Ich hab sowieso streng gerochen. Nein, hier wird gar nichts vergessen. Harrison kann froh sein, dass er noch lebt, nachdem deine Freundin die Katalysatoren gestohlen hat. Sie ist nicht meine Freundin, Gus. Aber bevor ihr Kreda vorwerft, dass sie lügt, sollten wir vielleicht erstmal ihre Arbeiter fragen. Aus welchem Grund sollen wir ihr glauben? Sie hat uns schon einmal angelogen. Ich weiß, dass du es nicht wahrhaben willst, dass Kreda lügt. Du hast dich in sie verliebt, weil sie dich angehimmelt hat, weil du einsam bist. Nein, da irrst du dich ganz gewaltig, Seattle. Hey, sie will doch damit nur sagen... Ich weiß, was sie damit sagen will. Aber deshalb brauchen wir noch lange nicht an Kredas Worten zu zweifeln. Na gut, wir geben ihr eine Chance. Wo finden wir deine Arbeiter? Sie leben in einem Dorf, weit weg von hier. Bring uns hin. Die Menschen sind also hier. Sie werden zu ihren Fahrzeugen zurückkehren und wir werden dann dort auf sie warten. Ich muss kurz anhalten. Es dauert nicht lange. Große Erfinderin, die Felder brauchen Wasser, aber der Strom ist ausgefallen. Ich werde das gleich in Ordnung bringen. Preis die Erfinderin! Preis die Erfinderin! Du würdest uns eine große Freude machen, wenn du mit deinen Freunden ins Versammlungshaus kommen würdest. Vielen Dank. Wir werden hinkommen. Wissen die Arbeiter nicht, wie der Motor der Bewässerungspumpe funktioniert? Sie verstehen nichts von meinen Erfindungen. Kannst du es ihnen nicht erklären? Sie würden sich nur in Schwierigkeiten bringen. Dein Besuch hier ist eine unerwartete Freude für uns alle, Erfinderin. Was führt dich in unser Dorf? Wir suchen nach den Arbeitern aus der Raffinerie. Die Arbeiter sind nicht bei uns. Sie würden niemals zurückkommen, außer die Erfinderin... Mehr wollten wir nicht wissen. Wir sollten nach ihnen suchen, anstatt hier rumzusitzen. Können wir ihn allein sprechen? Wie sieht's aus? Nein, ich meine, wozu sollte das gut sein? Würdest du wohl draußen warten? Bitte. Na gut. Du verheimlichst etwas, Kreda. Ich ertrage es nur nicht, wenn sich deine Leute in meine Welt einmischen. Du meinst an der Macht kratzen, die du über deine Arbeiter hast. Du machst sie von dir abhängig. Ich bin die Erfinderin. Du nimmst nur alte, kaputte Geräte, die andere Leute konstruiert haben, und reparierst sie wieder. Du erfindest gar nichts. Das könnten die Arbeiter genauso tun. Dann würde alles wieder so werden wie früher, als unsere Vorfahren mit ihrer Technologie unsere Welt zerstört haben. Du hast gesagt, die Tlakan hätten alles zerstört. Das habe ich doch nur gesagt, weil ihr das hören wolltet. Ich wollte von dir nur die Wahrheit hören. Du kannst nicht einfach irgendwelche Lügen erzählen. Damit verursachst du nur noch mehr Probleme. Du hast deine Freunde auch angelogen. Jeder lügt, wenn es nicht anders geht. Wenn er glaubt, dass er lügen muss, oder wenn er glaubt, dass ihm Lügen hilft. Aber es hilft nie. Es ist einfach falsch. Kredas Arbeiter haben keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Also hat Kreda die Wasserstoffkatalysatoren gestohlen. Ja, ich weiß. Und es tut mir leid. Wenn die Menschen ihre Fahrzeuge erreichen, dann greifen wir sie an. Geht alle auf eure Posten! Jetzt fehlt mir nur noch einer.
Den restlichen Weg müssen wir marschieren. Kommt mal her! Seht euch das an! Was ist denn, Echo? Kreda muss die Katalysatoren dafür verwendet haben, dem Wasser Wasserstoff zu entziehen, um Brennstoff zu gewinnen. Wenn sie diese alten Tanks mit Wasserstoff gefüllt hat, dann ist es ein Wunder, dass sie sich dabei nicht in die Luft gesprengt hat. Danke. Ich werde dir das abnehmen. Du freust dich bestimmt, dass wir wieder verschwinden. Tut das nicht! Ich habe Aliens bei euren Fahrzeugen gesehen. Das müssen die Tlakan sein, von denen ihr geredet habt. Hör auf zu lügen! Ich habe dir vertraut und ich habe dich gern gehabt. Aber du hast mich nur benutzt. Bitte, Echo, jetzt sage ich die Wahrheit! Du bist eine sehr gute Lügnerin. Ich würde dir fast glauben, wenn ich es nicht besser wüsste. Lasst uns hier verschwinden. Macht euch zum Angriff fertig! Ich habe dich nicht angelogen! Ich habe die Tlakan gesehen! Beachtet sie gar nicht. Sie lügt schon wieder. Ich habe ein seltsames Gefühl. Was für ein seltsames Gefühl? Ich habe dieses Gefühl, wenn Kreda spricht. Sie meint, Kreda hat jetzt nicht gelogen. Deckung! Schnell! Sofort das Feuer öffnen! Hierher! Feuer einstellen, bis wir die Menschen umzingelt haben! Die Tanks sind bis oben hin mit Wasserstoff gefüllt und vielleicht sind sie leck. Jeder Schuss könnte sie in Brand setzen. Und wie sollen wir uns gegen Dakil wehren? Etwa mit einer Diskussion? Dakil! Die Tanks sind voll explosiven Wasserstoff. Ihr bringt euch selbst in Gefahr, wenn ihr schießt. Ich kann selber gut blöffen, Erdling. Ich hab schon so oft gelogen, Bonner, dass ich weiß, wenn man mich austricksen will. Ja!